Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir für euch. Und zwar möchte ich mit euch heute nochmal fünf Adventskalender basteln. Ich bastle aber nicht die ganzen Kalender mit euch. Ich zeige euch fünf Ideen, die etwas einfacher sind. Die sind natürlich teilweise auch ein bisschen aufwendiger, teilweise ein bisschen einfacher. Aber man braucht keinen Rahmen oder kein Turm oder was auch immer, wo man die ganzen Sachen reintut. Die sind einfach zum Hinstellen. Da sucht man sich ein schönes Plätzchen in der Wohnung und dann kann man sich die dekorieren mit Watte, Deko, was auch immer. Und dafür habe ich fünf kleine Verpackungen für euch. Und ich würde sagen, wir legen los mit der hier. Die sieht aus wie eine kleine Milchtütenverpackung. Hat hier unten die Maße 6x6x6x6 cm, auch am Boden. Mir war es ganz wichtig, dass ich die hinkriege mit den 15x30 Blöcken. Für diese Milchtüten habe ich jetzt diesen Block benutzt vom Action. Den gibt es im Moment. Und ich habe für die meisten Verpackungen habe ich einfach von diesen Blöcken auch Papiere benutzt. Hier habe ich jetzt natürlich so Sticker genommen. Die hat nicht jeder da. Ihr könnt die Zahlen natürlich weglassen, dass man sich frei einfach eins aussucht. Ihr könnt Zahlen stanzen, ihr könnt Zahlen zeichnen, was auch immer ihr möchtet. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal mit dieser Packung. Eventuell finde ich auch nochmal eine Klammer, die ein bisschen besser passt. Und zwar braucht ihr dafür ein Stück in den Maßen 15x26 cm. Ich habe da mal was vorbereitet. Und dann braucht ihr ein Falzbrett. Ihr legt jetzt erstmal diese lange Seite hier oben an und dann falzt ihr bei 2 cm, bei 8, bei 14 und bei 20 cm. Dann legt ihr euch hier, dann dreht ihr euch das gegen den Uhrzeigersinn. Also ihr habt jetzt die Lasche von 2 cm, die habt ihr oben. Dann falzt ihr einmal bei 3,5 und einmal bei 9,5. So, dann kann das Falzbrett schon mal zur Seite. Aber wir sind noch nicht fertig mit Falzen, das mache ich nur ohne Brett, weil das sonst nicht gut klappt. So, also die 2 cm Seite ist jetzt hier und dann nehmen wir uns das erste obere Quadrat. Ich glaube, ich muss es von der Rückseite machen, sonst sieht man es nicht. Also die 2 cm Linie ist hier. Wir nehmen jetzt aber das untere, weil wenn wir es umgedreht haben, wenn ihr es von vorne macht, nehmt ihr das obere. Aber so, da sucht ihr euch die Mitte. Das sind bei 6 cm 3. Macht euch da einfach nur einen kleinen Punkt hin und dann nehmt ihr euch das Geodreieck und zeichnet euch nochmal eine Markierung bei 2 cm von dieser 3 cm Markierung runter. So. Und dann nehmen wir uns ein Lineal und gehen mit dem Falzbein, oder ich habe hier dieses Dotting Tool, die 2 cm einmal nach. Eigentlich müsste es von der anderen Seite sein, damit es besser reinzufalten ist, aber ich sehe es da einfach nicht bei dem Muster. Das muss jetzt so gehen. Dann haben wir diese 2 cm jetzt eine Falzlinie gezogen. Jetzt ziehen wir die Falzlinie von diesem Punkt bis zu der, wo sich hier die Falzlinien überkreuzen, bis zu der Ecke und dasselbe auf dieser Seite. So, dann überspringen wir ein Quadrat und machen das nochmal in diesem Quadrat nochmal dasselbe. So, ich hoffe, ihr könnt jetzt sehen, wie es aussehen soll. Ich glaube schon. Jetzt ziehen wir uns die Falzlinie nach. Wie gesagt, eigentlich die hier müssen nach innen. Ne, bevor wir jetzt die Falzlinie nachziehen, schneiden wir jetzt ein bisschen. Und zwar
schneide ich mir bei der 2 cm Lasche hier oben eine schräge an und hier unten in der Mitte. So. Und dann haben wir hier unten ja diese 3,5 cm Stücke. Die schrägen wir uns auch auf jeder Falzlinie so ein bisschen an, damit da vier Teile entstehen, die ergeben dann den Boden. Nicht zu weit anschrägen, dass wir nicht nachher Lücken im Boden kriegen, aber so ein bisschen, dass es einfach schöner umgeklappt werden kann und nicht irgendwo übersteht. So, jetzt ziehen wir uns die Falzlinie nach und dann kleben wir. Dann machen wir uns einen Streifen Klebeband oder Flüssigkleber, je nachdem, wie ihr das möchtet, hier auf diese 2 cm Klebelasche. Dann klappe ich mir die rein. So. Und klappe mir das einfach zu. Dann ist es nämlich gerade zusammengeklebt. So sieht es jetzt aus. Und jetzt klebe ich mir noch den Boden zusammen. Da nehme ich mir ein bisschen Flüssigkleber, damit es noch ein bisschen beweglich ist und nicht, falls es ein bisschen schief ist oder sowas. Da mache ich jetzt hier vorne ein bisschen Kleber drauf. So, und dann hier nur am Rand. Und dasselbe nochmal auf diesem Teil. Und dann ist das Ganze eigentlich schon fast fertig. Dann muss man es noch mal so ein bisschen knicken. So. Und fertig ist das Milchtütchen. Ich nehme mir jetzt hier noch einen Sticker und klebe mir den drauf. Aber wie gesagt, da macht ihr, was ihr möchtet, was euch gefällt, was ihr auch da habt. So. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, das zu schließen. Man könnte auch hier oben ein Loch durchmachen und da ein Schleifchen drum machen. Ich nehme jetzt ganz einfach so Holzwäscheklammern. Ich gucke nochmal, ob ich passendere Größen habe. Aber dann ist die erste Verpackung schon fertig. Die zweite ist die wo ich kein Papier aus den 10x15 Blöcken genommen habe, sondern ich habe Geschenkpapier genommen und daraus so kleine Tütchen gefaltet. Und auch das möchte ich euch einmal zeigen. Und zwar habe ich da einmal mir Geschenkpapier ausgesucht und ausgeschnitten in 25x Fokus, in 25x 30 cm, ist aber völlig schnurz. Das könnt ihr in der Größe ja völlig variieren. Ich will euch nur, sag euch nur die Maße, falls ihr das gerne wissen möchtet. Genau, ich falte mir jetzt erstmal die Seiten zusammen, also der Boden ist hier und dann geht's weiter. So, das falze ich mir jetzt aber auch gar nicht so ganz fest. Das ist nicht so wichtig. Ich nehme jetzt hier einfach einen Streifen doppelseitiges Klebeband. Man kann auch Tesafilm nehmen. Aber ich finde es ein bisschen hübscher, wenn das mit dem doppelseitigen Klebeband so versteckt ist. Aber auch das, ihr könnt natürlich auch hier Prittstift nehmen oder Flüssig, wie auch immer. Hauptsache, ihr klebt jetzt diese beiden Seiten zusammen, dann habt ihr wie so eine Rolle und dann legt ihr das vor euch hin, so, dann nehme ich ungefähr 5 cm und klappe mir die einmal um. Hier ziehe ich mir die Falzlinien auch etwas stärker nach, das ist jetzt hoch, das klappe ich wieder runter, dann klappe ich mir beide Seiten einmal bis zu der Falzlinie, die ich gerade produziert habe. So. Auch die ziehe ich mir ruhig ordentlich nach. Dann mache ich auch das wieder auf, drehe mir das Ganze um und falte es nochmal in die andere Richtung. So. Und auch die
Seiten, die Ecken, die Dreiecke, die falze ich nochmal in die andere Richtung, damit das Ganze gleich beweglich ist. So, dann mache ich das wieder auf und dann falte ich hier das auf und die Mitte kommt nach oben und die Seitenteile kommen nach innen. So, so muss das dann aussehen. Und dann falte ich mir oben und unten diese Teile nach innen, so dass die ein bisschen über diese mittlere Falzlinie hier drüber sind, damit die ein bisschen überlappen und ich sie zusammenkleben kann. So, dann mache ich mir hier schon mal so ein bisschen Kleber hin auf diese kleinen Seitenteile nur. So, und dann von oben den anderen Teil nach unten falten. Da mache ich mir jetzt auch hier oben noch so ein bisschen Kleber hin und auch auf die kleinen Seitenteile. Und dann ist das Ganze eigentlich schon fertig. So, das lasse ich mir kurz trocknen. Wenn es ein bisschen getrocknet ist, dann kann man sich das auseinanderfalten und hat eine Tüte, die man gut hinstellen kann, aus Geschenkpapier, ganz einfach. Ich mache jetzt hier oben nochmal zweimal, dass ich so ungefähr 2 cm nochmal umfalte, einfach weil ich finde, es sieht dann noch hübscher aus. Da kann man dann auch nochmal eine Klammer dran machen oder man klebt es zu und dann ist das Tütchen auch schon fertig. Auch hier mache ich wieder eine Nummer drauf und auch hier könnt ihr einfach gucken, was ihr habt, was euch gefällt. Und die zweite Verpackung ist fertig. Die dritte Verpackung besteht aus Toilettenpapierrollen und Cardstock. Und zwar werden das hier so kleine Häuschen. Ich habe jetzt den Deckel zugeklebt. Ich habe hier unten was dran geklebt, habe das zugeklebt. Das würde ich dann halt machen, wenn ich was drin habe. Ansonsten, man kann den Deckel natürlich auch einfach drauflegen, aber dem würde ich nicht so ganz trauen, weil der rutscht ziemlich leicht runter. Also ich würde das, wenn es befüllt ist, dann einfach einmal festkleben. Das zeige ich euch gleich wie. Ganz einfach mit Flüssigkleber und wir bauen mal ein Häuschen zusammen. Ich habe zum Verpacken der Toilettenpapierrolle habe ich ein Cardstockstreifen aus 9,7 x 17 cm genommen. Den klebe ich mir jetzt einmal um die Rolle drumherum. So, das lasse ich jetzt einen Moment trocknen. In der Zeit können wir uns schon mal den Deckel basteln. Da habe ich mir mit einem Zirkel einen Kreis mit dem Durchmesser 12 cm aufgemalt, habe den ausgeschnitten, habe mir hier von der Mitte zur Seite einfach einen Strich gezogen, weil ich es nicht schaffe, sonst gerade zu schneiden. Ich habe ein paar Mal so verwackelt. Also ihr schneidet euch einmal den Radius, wenn ich nicht völlig falsch bin, also einmal den halben Kreis ein bis zur Mitte, so. Und dann könnt ihr euch das so überlappen und so hoch machen, wie ihr das möchtet. Ich möchte die nicht ganz so spitz, ich möchte die ein bisschen breiter haben und klebe mir das dann hier zusammen. So, da mache ich mir mal eine Klemme wieder und dann klebe ich mir hier drin auch noch einmal ein bisschen Kleber hier hin und gut, so. Okay, das lasse ich mir jetzt auch ein bisschen trocknen. Jetzt dürfte aber die Rolle schon so weit trocken sein, dass ich sie weiter benutzen kann. Ich habe jetzt noch einen Kreis Cardstock ausgeschnitten, der hat einen Durchmesser von 6 cm und da klebe ich mir einfach die Rolle drauf. Klebe ich mir jetzt einfach hier unten möglichst mittig drauf. Ich habe es jetzt schief geklebt, aber gut. Und dann kann man sich auch schon seine Adventskalenderzahl optional natürlich drauf anbringen. Und am Ende dann den Deckel. Den lasse ich mir aber noch kurz ein bisschen trocknen.
Ach so, für diese Toilettenpapierrollen habe ich diesen Block benutzt. Den gibt es auch aktuell beim Action. Jetzt nehme ich mir meinen Flüssigkleber und schmiere mir den so ein ganz bisschen an den äußeren Rand. Und dann nehme ich den Deckel und klebe den einfach drauf. Das macht ihr natürlich erst, wenn ihr das Ding befüllt habt. Sonst habt ihr ein Problem. Und fertig ist das Häuschen. Und damit könnt ihr euch dann ein schönes kleines Weihnachtsdorf basteln. Für die vierte Idee habe ich hier so kleine dreieckige Boxen gebastelt. Die Idee habe ich vom Pinterest. Und die sind wirklich nicht schwer, die sehen aber sehr raffiniert aus. Die kann man sich zumachen mit Magneten oder Klettpunkten. Ich werde da wahrscheinlich einfach ein bisschen Schleifenband drumherum wickeln und ein Schleifchen machen. Das finde ich ganz süß. Ich hatte jetzt keine Lust, Zahlen auszustanzen. Meine Aufkleber wären zu groß gewesen. Deswegen lasse ich die einfach so. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Man kann den Adventskalender auch ohne Zahlen lassen. Und der oder die Beschenkte sucht sich jeden Tag eins aus. So, jetzt basteln wir noch so eine Dreieck. Ich finde die so cool. Das ist natürlich auch so eine schöne Verpackung, die man benutzen kann. Und zwar habe ich dafür ein Stück Cardstock. Habe ich, Moment, in den Maßen 19 mal 25 cm. Ich habe jetzt einfach weißen genommen, weil der gut passte. Ach so, bevor ich das vergesse, da habe ich Cardstock benutzt aus diesem Block, auch von Action. Die werden sicherlich aber noch mal zur Verwendung kommen. Mal gucken. Genau. So, jetzt brauchen wir wieder das Falzbett. Jetzt müssen wir ein bisschen falzen. Wir legen uns jetzt wieder die lange Seite hier oben an und falzen uns bei 7, 14 und 21 cm. Sehr einfach. Jetzt ist es schnurzegal, in welcher Richtung wir es drehen. Wir falzen einfach an der kurzen Seite nochmal bei 6 cm, also bei 6 und bei 13 cm, sodass wir 6 cm an den Seiten haben. Das war es jetzt auch schon mit dem Falzbrett. Jetzt müssen wir gleich wieder ein bisschen so noch falzen. Das zeige ich euch dann aber nochmal. Als erstes schneiden wir uns jetzt aber ein bisschen weg, dann ist das nämlich alles ein bisschen einfacher. Und zwar haben wir ja jetzt hier oben diese Viererstücke, die haben 4 cm. Da fangen wir an und schneiden uns diese beiden Stücke raus. Das lassen wir da und unten schneiden wir das letzte Stück noch raus. Zeig euch das. So soll das Ganze aussehen. Also hier haben wir 4 cm und 7 cm und hier einmal 7 cm. Jetzt nehmen wir uns nochmal ein Lineal und ein Falzbein oder ein Dotting-Tool und falzen uns hier so Dreiecke rein. Also ziehen uns die Linien zumindest vor. Auch hier suchen wir uns wieder die Mitte. Das sind 7 cm, also bei 3,5. Auf der anderen Seite kann ich das auch schon mal anzeichnen. So. 3,5 und dann ziehe ich mir eine Falzlinie und zwar von dieser Markierung bis zu der Ecke hier unten und dasselbe auf der anderen Seite. Und dann hier noch mal genauso. Und dann gehen wir noch mal alle Falzlinien lang und falzen uns hier auch diese schrägen nach innen. Was ich jetzt noch mache, ist hier bei der 4 cm Seite, da runde ich mir die beiden Ecken hier unten ab. Das sieht einfach, finde ich, schöner aus, weil das nachher
die Klappe ist, die es zumacht, wo man dann eventuell auch ein Magnet oder sowas dran machen würde. So, jetzt lege ich es mir so vor mich hin. Hier oben ist die 4 cm Seite und mache mir Kleber auf diese beiden Dreiecke hier. Und dann klebe ich mir die der vorderen Seite zusammen. So. Und auf der anderen Seite genauso. Dann haben wir hier schon dieses Dreieck. Das lasse ich mir jetzt wieder trocknen. In der Zeit könnt ihr euch schon mal Motivpapier zurechtschneiden. Und zwar braucht ihr da zwei Teile in 6,5 x 6,5. Und ein Teil in 3,5 x 6,5, und auch hier, das kommt nämlich vorne drauf, runde ich mir die unteren Ecken ab. Das sieht, finde ich, einfach schöner aus. Das ist natürlich optional, das könnt ihr natürlich auch weglassen. Und dann kann ich mir das hier schon draufkleben. Also hier kommen zwei Teile drauf, dann kommen die Klammern weg und hier kommt noch ein Teil drauf. Man kann sich natürlich, wenn man das möchte, auch noch so Dreiecke zusammenschneiden, das wollte ich jetzt aber nicht und habe mir nur diese drei Teile ausgeschnitten. So, und schon ist die Verpackung fertig. Wie gesagt, man kann hier was drunter machen. Magnetklebestreifen, Kreppband oder wie auch immer. Ich werde hier einfach ein Schleifchen drum binden. Das seht ihr dann nachher im Anschluss nochmal auf den Fotos. Und das war die vierte Verpackung. Eine habe ich noch. So, die letzte Verpackung. Das sind so kleine Hütchen, Bäumchen, was auch immer. Die finde ich ganz süß, wenn man sich die so hinstellt. Hier habe ich auch einen Boden drunter gemacht. Auch das zeige ich euch nochmal, wie ihr es macht. Ich habe die jetzt hier in den Höhen von 10 bis 14 cm gemacht. Und ich mache auch eine in 14 cm jetzt mit euch. Dafür habe ich auch wieder aus einem 15x30 Block die Blätter genommen. Hier habe ich aus diesem Block die genommen. So, ihr braucht je nach Größe, müsst ihr euch den Zirkel einstellen. Ich möchte jetzt ein 14 cm großes Bäumchen, Hütchen mit euch basteln. Da stelle ich mir den Zirkel auf 14 cm ein. Ja, so, noch ein Stück. Gut. So, ich mache mir dann jetzt hier eine Markierung bei 14,5, damit es mir einfach am Rand nicht zu eng wird. Nehme ich so einen halben Zentimeter mehr. Und dann piekse ich mir das hier ganz, ganz weit oben, setze ich mir den Zirkel an und zeichne mir dann einen Viertelkreis ungefähr. Nicht ungefähr, also doch, aber so. Dann nehme ich mir das Lineal, zeichne mir 14 cm an. So, 14 genau hier, wo das Loch ist, ist ja ein bisschen klar. Und dann zeichne ich mir hier mit dem Geodreieck im 90 Grad Winkel einmal nach unten. Dass wirklich so ein Viertelkreis entsteht. Dann nehme ich das Geodreieck weiter und mache hier mit 1,5 cm Abstand nochmal einen Strich. Das wird die Klebelasche. Und da zeichne ich mir auch gleich die Schrägen mit an. Das passt dann nämlich ganz gut. So. Und das ist dann eigentlich schon die ganze Magie. Das schneide ich mir dann aus. Das hier, wie gesagt, wird die Klebelasche. Und dann räumen wir uns das zusammen. Und dann ist es eigentlich schon fast fertig. Genau, den Boden zeige ich euch dann noch.
Wir brauchen jetzt einen Kreis, der so groß ist wie die Hälfte des Durchmessers eben, also 7 cm. Wir brauchen aber, wenn wir einen Kreis von 7 cm brauchen, nur die Hälfte, also 3,5 cm. So, dann hat der Kreis nämlich einen Durchmesser von doppelt so viel, also 7 cm. Den zeichne ich mir jetzt einmal hier an. Und dann noch ein Kreis ein bisschen größer, also 1,5 cm. Ich messe das jetzt nicht aus, ich stelle mir den einfach ein bisschen größer und zeichne mir noch einen Kreis drumherum. Dann schneide ich mir jetzt den äußeren Kreis einmal aus. Muss auch gar nicht ganz so ordentlich sein. Und jetzt schneidet ihr euch hier so Ecken rein. Und die sollten auch nicht zu breit sein. Die sind, glaube ich, 1 cm breit bei mir jetzt. Immer vom Rand ganz außen bis zu dem inneren Kreis. Das macht ihr dann einmal rundherum. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt faltet ihr euch die einmal alle nach innen. Am Ende kommt auch hier natürlich optional die Zahl noch mit drauf. Und fertig ist er. So, das waren meine 5 Verpackungen für einen Adventskalender oder natürlich auch für kleine Geschenke oder Gastgeschenk oder was auch immer man damit machen möchte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Damit unterstützt ihr mich immer sehr. Und wenn ihr noch nicht habt, abonniert gerne auch kostenlos meinen Kanal. Und aktiviert das kleine Glöckchen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Und ansonsten wünsche ich euch alles Liebe und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!